Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Trust and Betrayal mit dem Nightshade. Wir haben zusammen noch gar nicht aufgenommen. Hallo Nightshade. Ja, hallo zusammen. Das so. Freut mich. Ja, Premiere. Premiere, aber man muss ja auch ab und zu mit anderen Leuten aufnehmen, weißt du, das ist ja das. Ja, eben. Offen sein für Neues. Richtig. Das ist wahrscheinlich viel zu früh morgens für die anderen, weißt du, die schlafen alle. Ja, genau. So, wo baust du denn? Dann will ich mir das gleich mal angucken. In der Nähe des Spawns. Eigentlich gar nicht so fair, dieser riesige Turm aus Glas wird mein Haus irgendwann werden. Ja, ich guck gleich mal vorbei. Wenn ich dann irgendwann mal so weit bin. So. Dieser riesige Turm aus Glas. Genau. Ist es nicht das mit der riesigen Schmiede, oder? Nee. Also wenn du praktisch von da, wo wir damals gestartet sind, von dort aus siehst du es direkt eigentlich. Ah, ich sehe dich jetzt auch. Ja, ich kann tollerweise dankbar dem es fliegen. Hallo. Ach, du auch. Hallo. Ja. Was läufst du mit deinem Rape hier rum? Ja, ich habe gerade... Du willst doch nicht etwa jemanden umbringen. Nein. Wagen. Und wie hast du dir das vorgestellt? Das wird alles hier... Genau, das wird noch komplett verglast. Ja. Ja. Richtig schön. Und dann werden da verschiedene Ebenen reingezogen und ja. Und auf jeder Ebene dann richtig schön kommt dann die Schmelze und so weiter alles rein. Ja. Das ist schon mal der Plan. Ich bin ambitioniert. Ja, ich sehe das schon. Und dann machst du hier Glowstone-Dinger mit hoch. Genau, oder als was? Beleuchtung, genau. Und dann bis ganz unten. Aber sonst hast du noch nichts hier oder so? Nee, das ist, wie gesagt, ich habe ja schon ein anderes Haus, wo der Rest steht, und das wird jetzt das Neue sozusagen. Du hast schon ein Haus, wo der Rest steht? Ja. Ja, was heißt der Rest? Also Schmiede und sowas habe ich jetzt noch nicht, aber halt, wo ich am Anfang gebaut habe. Achso. Genau. Wo mein Bett steht und so. Und wie willst du den Eingang hier machen? Weiß ich noch nicht so genau. Also ich bin da noch ein bisschen unschlüssig. Aber es sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus, oder? Es fällt auf jeden Fall auf. Das stimmt, aber hier unten ist das allgemein immer relativ dunkel, oder? Ja, das stimmt. Weil hier die ganzen Felsen sind und so. Ja. Glowstone. So, ich will meine Taschen erstmal leer machen und dann will ich einmal Nether. Okay. Wenn Team Rot nicht da ist, kann man das immer getrost machen. Ja, das ist immer ganz praktisch. Ich muss eigentlich auch nicht. Ich muss noch Glowstone fahren. Von dem her könnte ja, ich brauch Blaze Rods. Also ich muss mir ein Ding suchen. Okay, was ist das hier? What the hell? Es gibt komplett durchsichtiges Glas, sehe ich hier gerade. Das ist das ist geschisselt. Geschisselt. Weißt du, was eine Schissel ist? Nee, ich habe gar keine Ahnung. Okay, dann gib mal unten, wenn du E drückst, kannst du ja Sachen suchen, das weißt du, ne? Ja, das konnte ich mal inzwischen leider nicht mehr. Ich sehe auch nicht mehr, was ist. Ich weiß nicht, warum. Wieso kannst du das nicht? Bei Aufnahmen wird das mir nicht mehr angezeigt. Total dämlich. Wird dir nicht angezeigt? Das kannst du bei Options dann einstellen, oder nicht? Ja, ich habe die Option noch nicht gefunden. Unten? Wenn du E drückst, steht auch Options unten links. Nee, eben nicht. Das ist mein Problem. Das heißt, du weißt nicht, wie man Sachen macht? Ja, das ist das große Problem, das ich immer wieder habe. Wie macht man noch eine Schüssel? Warte mal. Und da kommt dann einfach das Glas rein und dann... 4 Eisen und 1 Stick. Warte, ich mach dir mal eben eine. Okay. Ruhe. Habe ich nicht irgendwo noch einen Stick? Gut, dass ich hier keine Ordnung habe. Da ist einer. Da. Jetzt habe ich das Eisen rausgeschmissen. Ey. 4. So. Muss zu meiner Schande gestehen, ich habe vor dem Projekt noch nie Minecraft gespielt und dann halt direkt mit so einem riesen Modpack, das ist schon recht. Komm mal hier hinten hin. Du fliegst da hinten lang, ich bin hier. Ah, ich sehe dich, okay. Ah, ist das dein Häuschen? Das mit dem Dino oben drauf, ja. Ah, cool, schick. Also pass auf, hier ist die Schüssel. Ja. Danke. Wenn du die in die Hand nimmst jetzt. Wo ist sie denn da? Ja. Und dann machst du Rechtsklick. Okay. Öffnet sich ein Fenster, ne? Ja, genau. Und in die Mitte kannst du jetzt jeden beliebigen Block reinziehen. Sagen wir mal, du nimmst einen Block Erde. Hast du einen Block Erde dabei oder Stein oder so?
Nee, aber Sand, mal gucken, was da. Nee, da kommt nichts raus. Aber ich habe Glas dabei, dann kann ich es ja gleich mal Ja, dann ausprobieren mach mal hier. Glas rein. Ah, okay. Und dann Das ist kannst du ja da cool. aussuchen, wie das werden soll. Ah, das ist ja genial. Cool. Und so sind viele Sachen hier auch entstanden. Also viele neue Steine gibt es dann halt, ne? Aha, das ist ja cool. Ja, das heißt, ich darf das ganze Glas nochmal abreißen und ein neues Glas machen. Yay! Das weiß ich nicht, ob das auch mit Scheiben geht Doch, halt. geht auch mit Glasscheiben. Ich habe gerade eine drin. Kann man sogar ganz schicke Scheiben machen. Das ist ja richtig cool. Aber dann Vielen solltest du vielleicht Dank. überlegen, ob du dir irgendwie eine Silk Touch noch irgendwie kriegst. Für Silk Touch Pickaxe. Okay. Du kannst ja Sachen verzaubern und halt auf deine Werkzeuge auch verschiedene Sachen kriegen. Ja. Meine hat leider kein Silk Touch. Und dann könnten wir das, oder könntest du das Glas halt mit Silk Touch, bleiben die Blöcke halt so, wie du sie abbaust. Ach, dann bleiben die erhalten, Und dann bleibt okay. auch Glas erhalten, dann geht Glas nicht kaputt. Ah, okay. Das heißt, ich muss eigentlich nur eine Axt und die dann verzaubern. Oder halt, Oder eine eine Hacke. Pickaxe, ja, aber bis Ja. jetzt, du kannst es auch sonst, hast du Sachen von Tinker's Construct, also aus der Schmiede, die Werkzeuge quasi? Ja, zwei, drei Stück, ja. Ja, die kannst du dann, wenn du ein Emerald hast und so, dann kannst du da auch was damit machen, aber das habe ich selber auch noch nicht. Okay. Stirb, du hässlicher Gast. Also da geht einiges, aber Silk Touch ist relativ smart, was das angeht. Ja, das ist ja dann super praktisch eigentlich. Da muss man mal gucken, ob du da irgendwie was gedeichselt kriegst. Muss So. ich mal bei Schmied Verdemis anfragen. Das Schmied Verdemis kann dir da bestimmt helfen. richtig, richtig. So, ich suche jetzt hier so ein Blaze Schloss halt. Cool. Auch richtig hübsche Pflasterstangen Ich machen. wollte Das gerade ist sagen, du bist ja völlig echt fasziniert toll. vom Ja, ich bin Schüssel, total ne? begeistert. Ja. Das hat dir niemand vorher gesagt? Das hat mir niemand erzählt. Was sind das denn für Schweinebacken? Mit was für Leuten nimmst du auf, ey? Ja, ey. Schrecklich. Aber das wissen die bestimmt selber noch nicht. Das ist ja richtig. Ich bin total begeistert. Damit kann man auf jeden Fall viele schöne Sachen machen. Ja, auf jeden Fall. So. Und bei Holz, kann man mit Holz auch was machen? Nee. Ja. Du kannst fast alles schisseln. Ja. Du kannst sogar Netherrack blau machen. Okay. Also Stein aus dem Nether halt. Guck, man kann auch Redstone-Blöcke ändern. Das ist ja toll. Okay. Ja. Da habe ich ja noch einiges vor mir jetzt. Wieder Neue was Ideen. gelernt. Neue Ideen, ja, wieder was gelernt. Ein Aber solange Gas. jetzt hier gerade keiner von uns nur rot unterwegs ist, gehe ich jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen Glowstone farmen. Wo ist der Gast? Oh, der ist da hinten verreckt. Da ist eine Träne. Was suchst du dann gerade im Netter? Ich suche eine Festung, weil da sind immer so Viecher, die heißen Blaze. Das sind so goldene, feuerspuckende Viecher, die fliegen können. Und die droppen halt Blaze Rods, das sind so gelbe Stangen quasi, und die brauche ich, weil ich mir ein paar Tränke machen möchte. Ah, okay. Ich dachte, wenn ich schon nicht mit Stärke gewinnen kann, weil Team Rot halt relativ stark ist und viel Leben hat und so. Ja, das ist immer echt, ja. Dann dachte ich, will ich halt mit Köpfchen gewinnen, ne? Und dann schleiche ich mich unsichtbar an und dann Okay. gemein hinterrücks erstochen. So die Theorie. So die Theorie. Das klappt wahrscheinlich nicht, aber. Wir haben ja letztens einen umgebracht. Das Problem ist, die sind inzwischen alle schon so hoch gepumpt, das ist echt Wahnsinn. Ja, einige bei uns sind ja auch schon relativ weit. Ja, das stimmt, das stimmt. Dann passt das schon. Also der war in zwei Schlägen weg, der Rote. Okay. So, hier ein bisschen Glowstone abgebaut.
Glowstone ist auch was Feines. Und wenn du dann auch da Dings hast, hier Sick Touch, dann baust du nicht, also dann baust du halt auch die Glowstone-Blöcke ab, weißt du? Ah, okay, dann werden die. Ah, das ist natürlich schon super praktisch. Ja. Das ist wirklich ziemlich praktisch. So, warum erzählt mir sowas immer niemand? Das ist super. Ja, wenn du vorher noch gar kein Minecraft gespielt hast, dann ist das auch traurig, dass das keiner erzählt. Müssen dir doch helfen. Helf dem Mann doch, den armen Mann. Ja, ich muss sagen, ich bin in den ersten Folgen, habe ich mich ja gar nicht getraut zu sagen, dass ich noch nie Minecraft gespielt habe. Und habe erstmal ewig rumprobiert, bis ich mal eine Fackel gebaut habe, bis ich mal hingekriegt habe, Kohle herzustellen. Hast du dir vorher noch gar keinen Dings angeguckt, kein Let's Play? Doch, Let's Play habe ich schon angeguckt, aber wenn du dann selber spielst, dann irgendwie, ja, weiß auch nicht, mir ist alles entfallen. Ja, war dann sehr, sehr interessant am Anfang. Also das ist toll, weil du entdeckst in jeder Folge irgendwie was Neues. Das ist super. Ach, so macht man Holzblöcke. Mhm. Ja, genau. Man hat immer ein Erfolgserlebnis. Ja, oh, das ist auch schön. Das habe ich zum Beispiel nicht. Oft habe ich das, aber nicht immer. Zum Beispiel jetzt finde ich halt nicht das, was ich finden will. Was ist das denn? Ach, das Holz. Aber es gibt hier ja auch so unendlich viele andere Sachen, die es beim Vanilla Minecraft nicht gibt. Ich bin ja ein bisschen stolz, ich habe mir vor kürzester Zeit, ich habe mir endlich eine Dubstep-Gun gebaut. Das ist das erste größte, was ich alleine gebaut habe, da bin ich schon stolz drauf. Und dann kam Artemis daher und sagte, das ist doch total easy. Naja. Er sagt, das ist easy, die Dubstep-Gun zu bauen? Ja. Naja, schwer ist es nicht. Nee, da hat er schon recht. Schmälert mein Erfolg hier. Aber wenn du, ich verstehe gar nicht, wieso hast du das Ding denn nicht mehr, dieses, Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Zufall, das musst du mal googeln. Ohne ist total scheiße. Ja, ich habe schon alles Mögliche probiert. Ich habe schon Smartpack neu draufgehauen. Es ist irgendwie komplett weg. Ja, aber dann kann. Und am Anfang war es ja auch immer so, dass, wenn du einen Blog anschaust, dass da steht, was da, wie der Blog heißt und aus welchem Modpack. Das ist auch aus? Ja, das ist auch nicht mehr da. Ich laufe komplett ohne alles rum. Und dann ist es echt schwierig, weil du weißt halt echt nicht, was ist. Das verstehe ich aber nicht, warum das so ist. Ich habe echt keine Ahnung. Eigentlich dürfte das nämlich nicht sein. Alles Mögliche probiert. Ah, also wenn jemand eine Ahnung hat, schreibt es bitte in die Kommentare unten, was ich noch probieren könnte. Es ist echt kein Plan. Wir kriegen das wieder hin. Ja, und wie? Irgendwann darfst du wieder am Leben teilhaben. Ja. Das ist wirklich kacke. Sag ich doch. Echt doof. Wie lange machst du deine Parts immer? Unterschiedlich. Wie lange möchtest du deine Parts gerne machen? Machen wir so 25 Minuten? Ja, können wir machen. Dann haben wir noch ein bisschen Luft. Können wir machen. Ich habe jetzt nämlich schon die ein oder andere Strafe kassiert, weil ich über die 30 Minuten rausgekommen bin, weil ich immer noch Intro und Outro vorne und hinten dran schneide. Deswegen frage ich ja, weil gibt ja Leute, die machen sowas. Ich mache das ja nicht, machen das Hauptintro da. Aber war hier nicht irgendwo so eine Festung? Ich habe bis jetzt auch noch keine gesehen hier. Das Ding ist, ich, mein Orientierungssinn passt halt auch auf einen Teelöffel. Das heißt also, wenn ich mich echt im Nether, kann ich mich halt super, super schnell verlaufen. Da bin ich echt froh, dass ich inzwischen gelernt habe, wie man auf der Karte Wegpunkte setzt. Ja, das bringt im Nether manchmal nichts, weil das ja verschiedene Höhen hat. Ja. Da fließt ja irgendwo durch so ein Loch oder so und dann. Ja, aber du hast dann wenigstens so ein bisschen eine Richtung. Für den Rest kannst du nicht hinbuddeln. Genau. So, das baue ich auch ab.
Ich echt mal schauen, dass ich dann so eine Silk Touch Axe bekomme. Ah, Pickaxe ist aus, also ist geil, eine Silk Touch Pickaxe zu machen. Pickaxe, ja. Ist dann auch witzig, wenn du meinst zum Beispiel, dann kriegst du ja nicht die Kohle raus, sondern den Block Kohle. Dann musst du halt noch eine normale Pickaxe irgendwie haben. So. Wo ist denn diese blöde Festung? Ich hatte doch mal einen. wieder ein Gast. Ich bin so froh, dass ich inzwischen keinen Fallschaden mehr nehme. Ja, wegen der Gene, ne? Ja. Wie oft bist du gestorben? Das kann ich gar nicht sehen. Ich glaube insgesamt inzwischen zwei, dreimal. Dreimal. Ah, das geht. Und jedes Mal durch Fallschaden oder Fall in die Lava. Fall in die Lava, oh, da sind alle Sachen weg. Ja, das war echt doof. Nimmst du dann immer noch Lavaschaden? Nee, ne? Nee, auch nicht mehr, ja. Ich habe inzwischen alle wichtigen Gene. Bin ich auch sehr froh drüber, muss ich ehrlich sagen. Hatte Verdem jetzt wieder die Spendierhosen an? Ja, genau. Ich glaube, ohne Verdemis hätte ich nichts. Das Schöne ist ja, er kannte sich ja vorher auch nicht aus mit den ganzen Mods. Ja, aber er hat sich da echt richtig gut reingefuchst, das muss man echt sagen. Mhm. Aber wir haben da eine sehr gute Partnerschaft. Ich tue ihm alles Mögliche besorgen und er bastelt dann draus was. Das geht dann ganz gut. Bin dann so, stellenweise ist ein kleiner Sklave, aber damit kann ich leben. Ja, ach, das passt. Ach, da ist die Träne. So. Ist halt so awesome, dass man halt fliegen kann eigentlich. Das war schon als Fledermaus cool. Ja. So. Ja. Ab und zu muss ich immer mal zurückfliegen, damit ich mich nicht 100.000 Mal verlaufe. Ich glaube, jetzt ist es schon zu spät. Jetzt habe ich aber auch die Orientierung verloren. Der kleine Goro-Boy möchte aus dem Kinderhort abgeholt werden. Genau. Okay, wo bin ich jetzt? Ist das hier eine... Ist das eine Festung? Schade. Wie oft bist denn du schon gestorben? Einmal bin ich gestorben. Einmal, okay. Durch die Hand eines anderen Spielers? Nee, weil ich runtergefallen bin. Auch runtergefallen, okay. Doofheit. Ja. Dachte ich, wäre eine Fledermaus beim Bauen und bin runtergefallen. Das tat auch wirklich weh. Mich so geärgert. Gut, was die Tode angeht, sind wir Team Rot ja schon um einiges voraus. Ja, wobei, wir halten uns mittlerweile relativ konstant bei der Zahl, die wir haben. Ja, das stimmt. Aber jetzt kommen ja demnächst ein paar neue rein, also da ist wieder Spielraum. So, hier sind... Ach, da. Hier ist eine Festung. Awesome. Doch noch gefunden. Ja, was sagt die Zeit eigentlich? Ja, geht noch. Ja, wir haben noch. Oh, oh. Die Form hatte ich noch gar nicht. Wow, der hat ein Steinschwert fallen gelassen, ey. Totales Endgame-Item, ey. Geil. Jetzt hat Team Rot keine Chance mehr. Voll geil, was ist das für ein Spawner? Das ist auch noch ein Blaze-Spawner. Ich bleibe jetzt erstmal ein paar Folgen hier. Genau das Richtige entdeckt. Geil. Wie konnte man noch Wegpunkte machen?
Einfach auf der Karte mit Linksklick, nee, Rechtsklick. Kannst du dir Wegpunkte setzen. Yay, ich weiß was, was du nicht weißt. Ich fühle mich gut. Ja. Ich hab's vergessen. Nun mach doch mal das Feuer weg hier. Scheiß Spastis. Habe ich einen Blaze gekriegt? Wow, einen habe ich gekriegt. Super, super. Das sieht total aus. Ja, wenn der direkt der Spawner ist, ist er super fein. Ja, ich stehe hier direkt neben dem Spawner. Ich bin da voll am Camp. Warum campen? Ja, einen zweiten Blaze gekriegt. Das ist super awesome, ey. Super awesome. Ich finde zwar wahrscheinlich nicht zurück, werde hier drin wahrscheinlich verrecken. Zur Not holst du mich ab, ne? Ja, genau, genau. Ich mit meinem super Orientierungssinn, das klappt schon. Du holst mich raus. Klar. So. Das Inventar schon wieder fast voll hier. Gibt's eigentlich auch irgendwie Gene oder sowas für ein größeres Inventar? Das wäre auch mal super praktisch. Du kannst dir eine Kiste bauen, die hinter dir herläuft. Ah, okay. Luggage heißt die. Okay. Ich würde dir jetzt sagen, such selbst. Aber das kannst du ja leider nicht. Ich sag dir gleich, wie man eine Luggage braucht. Man braucht auf jeden Fall einen Diamanten. Mhm. Luggage. Du brauchst einen Diamanten oben, in der Mitte eine Kiste und außenrum Sticks. Okay, das ist da ein. Wie läuft einem dann die ganze Zeit hinterher? Ja, die kannst du auch einsammeln dann. Okay. Sehr gut. Hier, so ein Spinner hat dir Feuer gelegt. Da unten ist auch ein Blaze. Super in Spawner! So, jetzt ist die Frage, finde ich wieder zurück? Irgendwann finden sie alle zurück. Ja. Also, wie gesagt, du brauchst einen Diamanten oben in der Mitte, dann eine Kiste drunter, also direkt in der Mitte und außenrum Plastikies. Plastiks, okay. Und dann kriegst du eine Luggage. Sehr gut. Hast du Don't Starve gespielt? Nee, noch nicht. Okay. Da gibt's auch noch eine Kiste, die hinter dir herläuft. Okay. Die heißt Chester. Daran erinnert ich mich immer. Passender Name. Was sagt die Zeit? Ah, okay. Na, können noch ein paar Blaze sterben. Was spielst du denn sonst noch so neben Minecraft? Don't Starve habe ich jetzt schon rausgehört. Nö, das habe ich mal irgendwann gespielt. Das spiele ich jetzt gerade nicht. Okay. So privat? Privat ist. Ja, ich glaube, ich habe fast 1000 Stunden Dota gespielt. Oh, okay. Dota 2. Alter, was. Bringst du gerade Ghasts um? Nee, eigentlich, ich bin jetzt schon wieder raus aus dem Nether. Okay, da hat sich hier irgendwo selber ein Ghast umgebracht oder so. Okay. Nee, Dota ganz viel. Dann habe ich letzt. Ja, keine Ahnung, ich spiele eigentlich. Ich weiß das nicht. Letzt habe ich The Wolf Among Us durchgespielt. Ah, okay. Halt, was man so in der Steam-Liste hat, ne? Die ja nicht so klein ist, wie wir alle wissen. Ja, dank des Summer Sales sind auch nochmal ein bisschen größer. Da sind nicht Sachen drin von einem Summer Sale, sondern von mehreren. Das kann ich. Aber ja, ach. Eigentlich habe ich mir mal immer vorgenommen, besonders jetzt, wo ich Ferien habe, habe ich mir vorgenommen, eigentlich ein paar Spiele durchzudaddeln. Ich muss auch so Witcher 2 noch spielen, weißt du? Ich freue mich auf den dritten Teil eigentlich. Ja. Und habe den zweiten schon irgendwie über ein Jahr oder so und nicht durchgespielt. Was sagst du denn so? Im Moment gerade Watch Dogs. Watch Dogs ist auch gut.
Aber ich lasse mich zu sehr von den Nebenquests immer ablenken. Ja, so das genau. Weißt du, dann hast du irgendwie schon 20 Stunden gespielt und denkst dir so, ich bin immer noch in Akt 2 oder 1. Das ist so cool rumzufahren und so. Ja, es macht halt einfach Laune. Das ist super awesome, das Spiel. Poker spielen und dann nebenher so ein bisschen betrügen, indem man über die Kameras in die Karten der anderen schaut, das ist immer echt witzig. Ja. Das ist auf jeden Fall cool gemacht. Ich habe mir zwar ein bisschen mehr davon erhofft gehabt, aber... Das geht eigentlich, also... Ich weiß nicht, grafisch ist das... Also ich finde das schon super. Das Einzige, was halt ist, irgendwie... Ich habe einen guten PC eigentlich, aber der ruckelt da trotzdem irgendwann. Okay. Wenn ich auf Ultra spiele halt, ne? Mhm. Ja, es schaut halt, also es schaut halt nicht so aus, wie es damals auf der E3 aussah. Ja, und ich glaube, das ist auch das, wo es die größten Kritiken einstecken musste, ja, ne? Das glaube ich auch, ja, genau. Aber es ist ein super Spiel. Das ist es auf jeden Fall. Und einfach auch mal ein bisschen was anderes durch das Hacken einfach. Ja, wobei das finde ich manchmal ein bisschen nervig, wenn du gerade die Hauptquest machst und dann steht da irgendwie... Aber du kannst es ja ausstellen. Ja, aber ich finde es witzig. Das stimmt. So, den Rest des Gesprächs, den verschieben wir nämlich auf die nächste Folge. Genau, so machen wir es. So machen wir es. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.